wir haben gerade sehr sehr viel planeten im steinbock die sonne ist dort mars ist dort ähm, jetzt gerade auch der mond pluto ist auch noch dort und am sonntag wird auch noch merkur in den steinbock gehen und das äh, ja das macht diese zeit in der wir uns jetzt gerade befinden zu einer sehr sehr guten zeit um uns nochmal wirklich auf dieses Jahr auszurichten und darauf zu fokussieren, was wir erreichen wollen und wo wir uns austesten wollen, ob wir gut in Balance sind mit den Dingen, die, ähm, ja, die wir uns so vorgenommen haben. Ich habe äh, dieser Energie die drei der Münzen zugeordnet und die drei der Münzen, die ist ja Mars im äh, Steinbock und. Für mich hat gerade so diese Zeit bis zum 19. 20. Januar, wenn dann die Wassermannzeit beginnt, eine, eine hervorragende Möglichkeit, um zu sagen, ich werde jetzt genau mir überlegen, wie ich strategisch vorgehen werde, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und wenn ich auch noch die ersten konkreten Dinge anschiebe, ist das auch eine sehr gute Zeit. Wir sind gut in dieses Jahr gestartet. Am 31. Dezember ist äh, Jupiter, der sogenannte Planet des Glücks, direktläufig geworden. Merkur ist am 2. wieder direktläufig geworden. Derzeit ist nur Uranus äh, rückläufig und wir kommen hier so richtig gut in Schwung gerade. Und ja, es geht sehr, sehr stark darum, im Augenblick sich nochmal. Ähm, über die eigenen Strukturen, die eigenen Ressourcen Gedanken zu machen und zu überlegen, wie wir unsere Disziplin anwenden, um die Dinge zu erledigen, die wir erledigen müssen, aber auch vor allem erledigen wollen. Der Mars, der steht halt gerade sehr stark im Steinbock und wird auch noch bis zum 20. Januar sehr gut von Jupiter unterstützt. Die beiden arbeiten harmonisch zusammen gerade, also wirklich. Eine, eine sehr gute Zeit, um etwas zu manifestieren. Ab dem Beginn, äh, wenn dann der, die Sonne in den Wassermann eintritt, das ist am 19.01., dann ändert sich die Energie. Also wir haben jetzt noch ungefähr zehn Tage, um alles in trockene Tücher zu bringen. Ähm, die Sonne tritt in den Wassermann ein am 19.10 am 20. ersten äh, verzeihung am 20. .1. berührt die sonne äh, nein das ist auch am 19.01. verzeihung berührt die sonne zum letzten mal äh, wahrscheinlich in unserem erleben die den pluto wenn er im steinbock steht bevor sie dann in den wassermann geht und äh, das ist äh, gerade ab der 19.1. ist dadurch ein besonders guter Moment, um nochmal diese 15 Jahre Pluto im Steinbock Revue passieren zu lassen. Warum werden wir das nicht mehr erleben? Pluto braucht 240 Jahre, um durch ein Zeichen zu reisen. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch 220 Jahre noch leben wird. Ähm, dann erlebt er es nochmal, aber ansonsten äh, ist die Chance nicht so wirklich gegeben. Für alle Steinböcke ist das eine Zeit des Aufatmens, ja. Ähm, für alle anderen, äh, gerade für die Wassermänner, kann das jetzt etwas anstrengender werden. Pluto geht zwar nochmal zurück in Steinbock in dieses Jahr, in diesem Jahr, aber dann wird die Sonne nicht mehr im Steinbock sein. Von daher ist das für mich ein besonders guter Meditationsmoment. Und überhaupt diese ganze Zeit jetzt, äh, das Wochenende, an dem das geschieht, am 21., das ist ein Sonntag, geht dann. Pluto in den Wassermann und er geht nochmal, wie gesagt, zurück in den Steinbock. Aber jetzt beginnt eigentlich eine Zeit, die dann 20 Jahre uns beschäftigen wird. Und es ist wichtig zu beobachten, was passiert an diesem Wochenende ähm, zu den Themen, die ich gleich nennen werde. Und auch am 27.01. passiert nochmal etwas, was diese ganze Energie anschiebt. Da wird nämlich Uranus der Planet, der mit dem Wassermann zusammenarbeitet direkt und wir bekommen dann eine sehr, sehr starke Wassermann-Energie. Langsam ziehen dann auch alle anderen Planeten in den Wassermann nach. Pluto war schon mal im Wassermann und zwar vom 23.03.2023 bis ähm, Mitte Juni 2023. Und wenn ihr da irgendwelche neuen Baustellen in eurem Leben bekommen habt, das hängt jetzt davon ab, wo eure Wassermann-Themen sind im Horoskop, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die jetzt wieder aufploppen in der einen oder anderen Form. Und ihr tut gut daran, all diese Dinge aufzuschreiben, weil sie werden euch wahrscheinlich 20 Jahre beschäftigen. Das heißt nicht, dass ihr 20 Jahre permanent damit beschäftigt seid, aber es kann gut sein, dass ihr in diesen 20 Jahren immer mehr ähm, an diesen Themen arbeiten werdet, mal mehr, mal weniger, aber im Idealfall auch dann zu konstruktiven Lösungen kommt, so wie ihr hoffentlich mit euren Pluto-in-Steinbock-Themen in den letzten 15 Jahren zu Lösungen gekommen seid. Ähm, der Eintritt von Pluto in den Wassermann wird historisch verbunden mit Glaubenskriegen und mit Revolutionen. Wir hatten Pluto im Wassermann, als wir die Französische Revolution hatten. Wir hatten Pluto im Wassermann, als wir die Reformation hatten. Und Pluto, wenn er durch den Wassermann läuft, steht dem Pluto aller Menschen gegenüber, die so als die tatsächlichen Boomer bezeichnet werden. Das sind alle Menschen, die Pluto im Löwen haben. Der Löwe ist das Gegenzeichen vom Wassermann. Und ganz viele Astrologen prognostizieren in, diesen, in dieser Zeit jetzt gerade am Anfang, ähm, dass sich gerade diese Boomer-Generation oder die Boomer-Machthaber, ich hatte ja vorhin gesagt, die Herrscher dieser Welt, die werden noch mal richtig loslegen, dass die sich noch mal richtig aufbäumen werden, bevor sich der Zeitgeist wirklich drehen wird. Also der Zeitgeist dieser Generation, der, der Boomer, der wird jetzt sehr, sehr stark hinterfragt werden, stärker als er bisher hinterfragt wurde. Und wir werden mal sehen, wo das hingeht. Äh, Gerade <laughs> in einem Jahr, in dem sehr viele Wahlen nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern auch eine sehr wichtige Wahl in Amerika, ähm, ist das mit der, der, dem Aufbäumen dieser Boomer Machthaber? Trump gehört dazu, Biden gehört dazu. Eine interessante Sache. Pluto bringt, so wie Uranus, auch Veränderungen im Bereich der Finanzen und dessen in dem Thema, was sind denn meine materiellen Werte? Und er beschäftigt sich sehr stark mit Immobilien, also wie werden wir künftig wohnen? Wie werden Wohnungen verkauft? Ist das weiter ein Spekulationsobjekt oder nicht? Technik ist für ihn wichtig und das Thema KI wird immer stärker werden. Und äh, als Pluto jetzt gerade letztes Jahr im Wassermann war, gab es einen ziemlich starken KI-Schub. Ne? Es wurde immer mehr Thema auch in den Social Media und so. Und wir haben ja gesehen, was seither passiert ist und wir werden KI nicht mehr wegbekommen. Ähm, es gibt auch echt gute Dinge, die KI bringt und was mich am meisten fasziniert an diesem Thema ist, dass wir ähm, dank der KI nochmal neue Sichtweisen bekommen, äh, die wir menschlich gar nicht erhalten können. Also es stellt sich immer mehr heraus, dass die KI anders, andere Gedankengänge, andere Vernetzungspunkte bringt, als Menschen das bisher gedacht haben. Und das gibt mir Hoffnung dass wir in irgendeiner Weise neu denken können. Und da bin ich halt sehr gespannt, wie sich das entwickelt. In der Zeit, als Pluto im Wassermann war, hatten wir auch immer das Thema mit, äh, wie gesagt, religiösen Auseinandersetzungen. Die Eliten der Welt wurden hinterfragt. Das sind die äh, royalen Eliten, <laughs> die reichen Eliten. Das sind aber auch durchaus die, die, ähm, die Kirche, ist auch eine Elite. Um, zum Beispiel die kopernikanische Wende um, war jetzt nicht direkt unter Pluto im Wassermann, wurde aber vorgezeichnet. Und damals hat sich ja das Weltbild komplett gedreht. Und um, die Kirche hat damals alles getan, um das zurückzuhalten, diesen Gedanken, weil es mit Machtverlust einherging. Jetzt finde ich total spannend, dass sich immer mehr herausstellt, dass wir wahrscheinlich tatsächlich... Leben haben und vielleicht auch gar nicht so weit von uns entfernt äh, im All. Also es wird in der Wissenschaft sehr stark diskutiert und äh, dass wir halt bisher noch nicht richtig fähig waren, das zu erkennen. Und wenn das irgendwie bewiesen werden kann, ja, dann wird sich unser ganzes Weltbild noch einmal genauso drehen, wie es damals geschehen ist, als man festgelegt hat äh, oder wirklich endlich ausgesprochen hat dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Und auch darauf bin ich zum Beispiel sehr gespannt. Also Pluto im Wassermann bringt uns andere Blicke auf die Gesellschaft. Äh, Menschen schauen äh, auch, auch andere Intelligenzen als die menschliche Intelligenz, schaut auf unsere Entwicklung und ähm, viele neue Forschungen. Vernetzungen, Mutationen werden entstehen. Ähm, irgendjemand brachte das, das Beispiel des Pilzes. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das hat mich ganz fasziniert. Also, dass Pluto im Wassermann so wie ein, eine Pilzstruktur funktioniert, die sich ausdehnt und äh, ja voneinander lernt und speist und sich immer mehr verbreitet. Ähm, das können andere von euch sicher besser beschreiben. Die Naturvergleiche sind nicht ganz so mein Ding. Ähm, Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität wird auch stärker werden. Und wie gesagt, wenn ihr für euch herausfinden wollt, was da die wichtigen Punkte in eurem Leben sind, dann schaut ähm, darauf, was war für mich zwischen März und Juni 2023, an vielleicht auch Themen, die ich gerade genannt habe, besonders wichtig. Schaut, welche Muster ihr in eurem Leben immer wiederholt und wie ihr die vielleicht verändern könnt. Und setzt eher auf neue Technologien in den nächsten Jahren und neue Ideen was, äh, oder äh, Anlagen in Finanzen, wenn ihr sowas macht, als dass ihr auf altbewährtes setzt. Da wird es einige Veränderungen geben. Auch im Februar wird diese Energie besonders stark sein. Ich hatte ja gesagt, am 27.01. wandert Pluto in den Wasser, nein, am 27.01. wird Uranus wieder direkt und schiebt die wassermann an. Und dann werden im Februar fast alle Planeten in den Wassermann reisen. Und dort wird dann ganz viel wassermännische Kraft dadurch aktiviert, dass erst Merkur am 5. Februar dann Mars am 14. Februar und Venus am 17. Februar auf Pluto treffen und die Themen Kommunikation, Aggression, Konflikte, Beziehungen angestoßen werden, sehr intensiv. Schade, dass ausgerechnet am Valentinstag Tag Mars auf Pluto trifft. Das ist jetzt nicht so die allerlieb beliebteste Konstellation, als wir das letzte Mal, letzte Mal Mars Pluto hatten, äh, oder vorletztes Mal, das? Auf jeden Fall war es äh, das Wochenende, als Corona begann. Nicht, dass wir jetzt wieder Corona kriegen, aber es hat eine durchaus Brennstoffgeladene äh, Energie, gerade wenn Pluto gerade in den Wassermann gegangen ist. Ähm, Gucke ich mit Interesse drauf. Es ist vielleicht nicht der ideale Tag, um einen Valentins, äh, Valentinstag zu feiern. Wir haben in diesem Monat im Februar auch eine Konjunktion, also ein enges Zusammentreffen vom, von Venus und Mars. Ne? Das wiederum ist immer ganz gut fürs Liebesleben. Also datet lieber am 24. Februar als am 14. Februar. Und überhaupt ist das ein sehr kreativer Aspekt. Der ganze Februar steht äh, unter dem Zeichen der Kreativität des Brainstormings. Deswegen habe ich hier auch den Buben der Schwerter ausgewählt. Und was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass das erste Halbjahr vor allem die meisten Planeten sich immer in einem Zeichen bewegen werden. Also mit den meisten Planeten meine ich die, die relativ schnell durch das Jahr reisen. Sonne, Mars, Merkur, Venus. Die sind erst alle im Steinbock, dann alle im Wassermann und dann werden sie alle in die Fische reisen. Und ja, das finde ich einfach... Äh, noch mal, das zeigt noch mal, dass so während Pluto ein neues Thema einleitet, vom Steinbock in den Wassermann reist, äh, da neue Themen aufarbeitet, dass alle Planeten noch mal die anderen Zeichen bereisen und schauen, okay, was lernen wir daraus in diesem Zeichen, was lernen wir daraus in diesem Zeichen und so weiter und so fort. Der März ist auch wieder in zwei Energien aufgeteilt. Wir haben den Winterteil des Märzes, der durch die Fischezeit bestimmt wird, und dieser ähm, Monat ist ein Monat, wo wir nach dieser sehr lebendigen Wassermann-Energie, dieser sehr ja auch kreativen Wassermann-Energie, in eine ruhigere Zeit kommen. In dieser Zeit sind dann ähm, viele Planeten in den Fischen. Und wir haben dafür habe ich den Mond ausgewählt, wirklich die Zeit so ein bisschen abzutauchen und äh, uns mehr so wieder auf unsere inneren Themen zu besinnen, Denken wir an die hohe Priesterin, die dieses Jahr äh, neben dem Herrscher bestimmt und ja ähm, zum Träumen zu kommen. Und äh, nachdem wir so viel so Ideen gesammelt haben, können wir sie dann in dieser Zeit auch noch mal äh, mit unserem Herzen sozusagen überprüfen, Stimmt das denn alles so für mich, was ich, also wenn ich diese Veränderung anstoße, werde ich mich dann auch wohl damit fühlen. Ein wichtiger Tag im März ist der 8. Wenn wir uns gut merken, ist der mhm. Frauentag. Da trifft Merkur auf Neptun. Und äh, das ist so eine Energie, wo dieses träumerische, visionäre, nochmal zusätzlich mit Ideen gespeist wird. Das ist eine sehr kreative Konstellation. Wenn ein Roman in euch schlummert, dann solltet ihr ihn zu diesem Zeitpunkt manifestieren und äh, einfach äh, ja, genießen. Und es ist die Zeit, ähm, wo wir äh, einfach wirklich in den Rückzug gehen sollten, uns nochmal äh, auch gerne den Winterrevue passieren lassen können. Wir sind ja dann kurz vor der Tag- und Nachtgleiche. Und ja, einfach so, Rückzug ist eine gute Zeit in dieser Zeit. Der zweite Teil des Märzes, der ist wieder komplett anders, ähnlich wie wir im Januar so ganz unterschiedliche Energien haben. Wir haben die Tag- und Nachtgleiche, diesmal am. 20. Und das ist ja immer der Frühlingsanfang. Immer wenn der Frühling beginnt, beginnt nach dem 100-jährigen Bauernkalender ein Jahr, das durch einen neuen Planeten bestimmt wird. Ich persönlich sehe das immer nur so ein bisschen als ein Symbol. Das hat jetzt eigentlich tatsächlich astrologischen Einfluss. Aber äh, dieses Jahr werden wir dann zum Frühlingsbeginn ein Sonnenjahr haben. Und auch ansonsten gibt es einen sehr äh, starken Einfluss von ähm, kräftigen Energien, die uns, nachdem wir so eher innerlich waren, dabei unterstützen, mit dem, was wir erdacht und erträumt haben, im Februar und März äh, nach draußen zu gehen. Da gefällt mir hier das Bild der Sonne auch wieder ausgesprochen mhm. gut. Ähm, denn wenn, der, äh, wenn die Sonne in den Widder eintrifft, äh, eintritt, wird die Mondknotenachse aktiviert von ihr. Die Mondknotenachse erinnert euch, das war dieses Bild von dieser gefesselten Frau, was ich euch vorhin gezeigt habe, wo da geht es um Beziehungen. Das heißt, ab dem Frühjahr wird das Thema Beziehungen wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Und kurz nach der ähm, nach Tag- und Nachtgleiche haben wir die erste Finsternis des Jahres. Eine, ähm, äh, eine Vollmondfinsternis in der Waage am 25. März und äh, da Waage das Beziehungszeichen ist, ist es vielleicht eine ähm, gute Chance, um bestimmte Beziehungen, ob das private sind oder berufliche, nochmal zu hinterfragen und vielleicht neu aufzusetzen. Finsternisse vergleiche ich immer gerne damit, dass wir einen Computer runterladen und wieder hoch äh, hochsetzen, das ist weit nicht der richtige Ausdruck, runterfahren und wieder hochfahren und neu aufsetzen. Und da könnte, wie gesagt, der 25. März ein guter Zeitpunkt sein. Oder äh, wenn wir jetzt gerade nicht so mit Partnerschaften zu tun haben, können wir an diesem Tag gut überlegen, äh, was sind denn meine Ziele überhaupt, wenn es um Beziehungen geht und um Kooperationen und wie schaffe ich es, meine Ziele stärker zu bei diesem thema zu verwirklichen. nachdem wir dann wirklich so eine sehr, eigentlich auch ja gute nach draußen gehende energie im april genießen können, äh, gibt es aber äh, im märz genießen können, wird der april dann etwas schwieriger. ich habe jetzt hier mal ein bild gewählt. Für den April die sieben der Stäbe, äh, was ich perfekt finde für diesen Monat, dass diese Frau, die so ganz in ihrem äh, in ihrem Senn ist, sich so eine Glasglocke um sich herum baut. Ähm, ich habe das Ganze einen Resilienztest genannt diesen April, weil in dieser Zeit einiges an unberechenbaren Energien losgetreten wird. Zum einen geht am 1. April, am Narrentag, wird Merkur rückläufig im Widder. Und am 3. April haben wir dann eine Konjunktion von Venus und Neptun. Und das ist einerseits eine schöne Energie, der anderen Seite ist das, was wir gerade alles über Fantasie besprochen haben und wie realistisch ist denn etwas und was ist denn überhaupt die Wirklichkeit und so weiter. Da kommt einiges an diesen Tag hoch. Und ähm, kurz danach, am 8. April haben wir eine, ähm, einen Neumond mit äh, Finsternis, der äh, von den Astrologen sehr skeptisch äh, beobachtet wird. Es liegt daran, dass diese Finsternis gekoppelt wird mit dem Erscheinen eines Kometen, und zwar des Kometen 12p von Brooks. So wird er genannt und dass diese Finsternis eine totale Sonnenfinsternis über den Vereinigten Staaten darstellt und Eklipsen also Finsternisse in Verbindung mit Kometen totale wurden äh, früher immer gedeutet und werden auch heute noch von Astrologen gerne gedeutet als ähm, wichtige politische Ereignisse die ja, sich in irgendeiner Weise entladen können. Und da wir ja, wie gesagt, die Wahlen haben in Amerika, schauen da die äh, USA-Astrologen besonders skeptisch auf diese Finsternis. Wir schauen mal, was sich da entfalten wird. Es liegt sowieso so ein bisschen Aggression in der Luft, denn kurz danach, am 10. April, treffen sich der Kriegsgott Mars und Saturn. Äh, Saturn ist zwar diese festigende Energie, von der ich gerade geredet habe, aber er wird auch gerne als das große Übel bezeichnet, Mars als das kleine Übel. Die treffen zusammen am 10.04. Und das fordert Strukturen immer sehr, sehr stark heraus. Und zusammen mit dieser Finsternis könnte es einfach sehr wackelig werden im April, auch in unseren Gefilden. Deswegen finde ich es so wichtig, sich dieses Bild hier von der Glaskugel zu... Ähm, vergegenwärtigen und einfach zu schauen, äh, dass ich bis dahin meine Ziele wirklich klar habe, dass ich auch Pla Plan B, C und D habe, dass ich mich unerwarteten, ähm, unerwarteten Situationen gegenüber flexibel verhalten kann und dass ich wirklich so immer wieder zu mir zurückfinde, zu meinen Themen und äh, nicht unbedingt versuche, nach links und rechts zu schauen. Ich bin ein Nachrichtenjunkie. Ich glaube, unter dieser Konstellation schalte ich das Radio auch für eine Weile aus. Es ist kein guter Zeitpunkt, um etwas Neues total zu, anzustoßen, ja, oder um äh, Veränderungen der eigenen Muster herbeizuführen. Dafür gibt es bessere Punkte in diesem Jahr. Äh, Im April halten wir einfach ein wenig die Füße still. Jedenfalls Anfang April. Es wird aber nicht so wahnsinnig viel besser, wenn äh, die Sonne am 19. April, glaube ich, in den Stier geht. <laughs> Dann haben wir äh, am 21. April die Begegnung von Jupiter und Uranus. Über Jupiter-Uranus habe ich euch heute schon einiges gesagt. Ne? Das waren diese Themen, die sich im Stier abspielen. Ähm, Jupiter läuft wesentlich schneller als Uranus durch den Stier und er wird dann auch äh, Ende Mai das Zeichen wechseln. Aber bevor er das tut, trifft er einmal direkt auf Uranus. Und das heißt, all die Themen, die ich euch genannt habe, die mit äh, den Stierthemen, mit Uranus zu tun haben, die kulminieren an diesem Tag. Und da Uranus auch mit Mutation zu tun hat, kann es sein, dass sich komplett unerwartete Dinge entladen an diesem Tag. Und es muss nicht taggenau sein, es kann auch ein bisschen davor, ein bisschen danach sein. Ein Astrologe nannte diesen Tag jedenfalls als äh, das Chaos eines Urknalls. Dazu fielen mir die acht der Stäbe ein hier in dieser Darstellung. Und es kann total spannend sein, es kann aber auch ähm, ja, sehr anstrengend werden. Alle Themen, die in eurem Erleben seit dem Sommer 2023 in euch arbeiten, die könnten da in irgendeiner Weise kulminieren, katalysieren. Wird, glaube ich, ein interessanter Tag in einem sehr bewegten, interessanten Monat. Und Dinge fangen an, sich zu beschleunigen. Das setzt nochmal diesem Wassermann-Thema, Wassermann ist auch ein schnelles Zeichen, eins drauf. Ähm, auch danach oder während dieser Urknall stattfindet, sind Sonne, Merkur und Venus im Stier. Das bringt gleichzeitig so ein bisschen eine Beruhigung des Ganzen herbei, sodass wir dann im Idealfall etwas durchschnaufen können in den nächsten Tagen. Aber ja, der 21.04. gefolgt von einem Vollmond im Skorpion am 24.04. Das hat es nochmal in sich. Am 25.04. wird dann Merkur direktläufig und dann wird es, glaube ich, entspannter. Ich muss einmal einen kleinen Break machen, weil ich was trinken muss. Und ich mache einfach weiter, denke ich und erzähle euch was über den Mai des, äh, diesen Jahres. Ähm, dafür habe ich auch eine schöne Karte ausgesucht, wie ich finde, nämlich die Herrscherin. und äh, wie ihr seht, dieses Bild suggeriert schon mal, dass es wieder etwas ruhiger werden kann. Einerseits wird das ruhiger durch diese viele Stierenergie. Auf der anderen Seite geht Mars in den Widder Ende April, wird dann also im Mai durch den Widder laufen. Und das wiederum sorgt dafür, dass wieder das Beziehungsthema stark angekickt wird. Denn der aufsteigende Mondknoten befindet sich nun mal im Widder. Und äh, das kann sein, dass Beziehungen halt äh, sehr stark hinterfragt werden in dieser Zeit. Oder dass man dieses Thema von setz dich durch, steh zu dir, was ich bei den Mondknoten angesprochen habe, für uns an Bedeutung gewinnt. Und auch das ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach ein Fokus auf das Thema Beziehungen in diesem Monat absehbar. Ähm, wir haben auch in diesem Monat eine Sonnenfinsternis, auch wieder am 8. April. Wir haben viele Achten dieses Jahr. Ähm, äh, nein, am 8. Mai, Entschuldigung, ähm, passt ja auch zum 8. Jahr und äh, da von dieser Finsternis wird gesagt, dass wir eine gute Möglichkeit haben, die ähm, Themen des, ähm, der Finsternis vor aufzuarbeiten. Moment, ich überlege gerade, ob ich euch hier Blödsinn erzähle. Ich erzähle euch gerade Blödsinn. Es ist keine Finsternis, es ist ein einfacher ähm, Neumond am 8. April, am 8. Mai der uns dazu einlädt, all das, was seit der Finsternis am 8. April geschehen ist, zu verarbeiten. Und ja, wir haben wirklich in dieser Zeit eine ganz gute Möglichkeit, über unseren eigenen Wert nachzudenken. Auch das ist immer wichtig, wenn wir äh, uns mit Beziehungen beschäftigen und zu schauen, was ich euch auch anfangs gesagt habe, was will ich eigentlich von Beziehungen und äh, das auszuleben. Mir auch aufgeschrieben für diesen Monat, dass es wichtig ist, sich eine Pause zu gönnen im Mai, gerade wenn man sich sehr verausgabt hat in den ersten drei, vier Monaten und dass man sich äh, mit Selbstfürsorge und Entspannung auseinandersetzt in dieser Zeit. Im Mai wird auch Pluto wieder rückläufig. Ne? Der ist ja in den Wassermann gegangen. Er wird aber immer ein halbes Jahr rückläufig. Er bleibt aber noch im Wassermann und äh, die plutonischen Themen, die uns Anfang des Jahres sehr stark beschäftigen werden. Da geht die Energie jetzt erstmal so ein bisschen raus und das ist wahrscheinlich auch ganz angenehm, weil wir dadurch eine kleine ähm, Ruhepause bekommen. Ende Mai gibt es dann nochmal ein, äh, nicht unbedingt dramatisches, aber ein, ein starkes, veränderndes ähm, Thema. Da wandert nämlich Jupiter, der ja im April mit Uranus zusammengestoßen ist in die Zwillinge und dort wird er auch wieder ungefähr ein Jahr bis Sommer 2025 bleiben. Für die Zwillinge bedeutet das, dass äh, Jupiter über ihre Sonne laufen wird. Das ist eine sehr angenehme Sache. Für alle anderen Menschen, aber auch für die Zwillinge bedeutet das, dass wir uns mit, äh, dass wir noch eine stärkere luftige Energie bekommen, als wir sie schon dadurch haben, dass Pluto in das Luftzeichen Wassermann eingetreten ist. Was bedeutet das? Eine luftige Energie. Die Themen des, des sehr auch Erdgeprägten 20. Jahrhunderts, in dem ja viele von uns geboren wurden, ich glaube, alle wurden von uns im 20. Jahrhundert geboren, die ähm, werden weniger wichtig. Wir sehen das ja jetzt sowieso schon. Ne? Es ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig viel Geld zu verdienen. Es ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig, ein teures Auto zu haben oder eine Luxuswohnung oder sonst etwas. Es gibt mehr so ein Nomadentum immer mehr. Hauptsache, man fühlt sich gut, man reist mit leichtem Gepäck und man möchte irgendwie äh, viel Quality Time haben. Das ist ein Thema, was sicher unter Jupiter in Zwillingen noch stärker gepusht wird. Es ist äh, sehr viel mit gesteigerter Kommunikation zu rechnen. Das wiederum kann gerade in einem Wahljahr durchaus nach hinten losgehen, weil äh, die Zwillinge sehr, sehr gut äh, im Verbreiten von, von unreflektierten Nachrichten sind. Die geben einfach gerne weiter, was sie hören, ohne darüber groß äh, zu recherchieren, ob es stimmt oder nicht. Also das Thema Wort als Waffe könnte auch ein Thema sein. Ähm, eine Zuspitzung in Wahlkämpfen, aber auch im persönlichen Erleben. Und äh, wir haben aber auch wieder ein ganzes Jahr, um uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich denke, also ich persönlich habe ja den Mond in den Zwillingen. Ich habe da jetzt nicht so eine große Angst vor. Aber für Menschen, die sehr auf Sicherheit, greifbare Sicherheit bedacht sind, könnte es ein bisschen anstrengender sein, wenn Jupiter durch die Zwillinge reist. Nutzt doch ähm, Ende Mai, um auch noch mal über die Themen nachzudenken, die ich jetzt alle äh, beim Stier genannt habe. Wir hatten ja auch die Verbindung von Uranus und Jupiter zu ähm, äh, Ende April und alles, was da aufgestiegen ist, das könnt ihr noch mal äh, Revue passieren lassen. Ich habe mir hier den äh, König der Schwerter ausgesucht, der da auf seinem Berg sitzt und noch mal so über alles nachdenkt. Genau diese Energie, glaube ich, tut uns im äh, Ende Mai besonders gut, um gut in diese Zwillingszeit hineinzureisen. Im Juni dann äh, kommen wir eigentlich in eine sehr schöne Flow-Energie. Wir haben in dieser Zeit ein äh, Trigon zwischen Jupiter und Pluto. Trigon heißt ein harmonischer Aspekt zwischen diesen beiden planeten der jupiter ist jetzt in dem luftzeichen zwillinge pluto ist im luftzeichen wassermann und die beiden verbinden sich auf harmonische weise und bringen noch einmal die themen die ich über den Wasser, zum wassermann angesprochen habe ähm, stärker nach vorne entwicklungen können sich sehr stark beschleunigen in dieser zeit wenn jupiter in die zwillinge geht alles was mit kommunikation technik zu tun hat. Und gerade im Juni werden die Trends der, des kommenden Jahres sehr stark sichtbar werden. Also wo geht es hin? Und es ist noch einmal die Aufforderung, die Themen des Steinbock, der Steinbockzeit von Pluto immer mehr loszulassen und sich äh, selbst zu visualisieren, wo es jetzt für einen oder eine hingehen soll. Deswegen habe ich hier, hier den Magier genommen, der ja auch Merkur zugeordnet ist, der wiederum der Herrscher der Zwillinge ist. Ähm, wenn Jupiter in die Zwillinge reist, ja, wird auch schon ein bisschen so vorgespiegelt, was passieren wird, wenn Uranus in die Zwillinge reisen wird. Der ist jetzt ja gerade im Stier, aber 2027 wird er in die Zwillinge reisen und alles, was jetzt unter Jupiter in äh, Zwillingen in dem nächsten Jahr dann für uns wichtig sein wird, wird sich wahrscheinlich dann auch nochmal verstärken, wenn Uranus dazustößt oder ja. hinter äh, Jupiter abräumt. Und äh, es wird einfach sehr viel mit Themen Kommunikation, die haben wir auch alle schon angesprochen, die Fake News und so weiter zu tun haben. Ich schaue hier nochmal, ähm, was noch wichtig ist in diesem Monat, aber. Ähm, ja, Mars wird, nachdem er ja durch den Widder gelaufen ist, jetzt äh, noch ruhiger, er wandert durch den Stier und auch das gibt uns die Möglichkeit wieder mehr zu uns selbst zu finden und eben diese Visionskraft ähm, für uns und unser Vorankommen zu nutzen und uns nicht so sehr mit dem Außen auseinandersetzen zu müssen. Von daher ist der Juni für mich eine sehr, sehr gute Zeit, um durchzuatmen und zu sagen, okay bald beginnt das nächste halbe Jahr und dafür sammle ich jetzt Kraft und ich denke, dann ist der Juni auch ein guter Zeitpunkt, um das, was ich bisher gesagt habe, Revue passieren zu lassen und dann nach vorne zu gehen. Bevor ich in den Juli gehe, würde ich glaube ich hier ganz kurz gerne noch mal einen Break machen und äh, wenn ihr wollt, gerne auch eure Fragen beantworten und äh, dann trinke ich dabei einen Schluck <laughs> Gut. Dann Habt ihr keine Fragen? Das ist auch gut. Aber ich habe jetzt dringend was getrunken. Und ich hoffe, ihr könnt das alles so ganz gut verarbeiten für euch. Ich weiß, dass das auch immer anstrengend ist. Und ab Juni merke ich dann auch oft, dass die Leute so ein bisschen entgleiten dem Ganzen. Aber das Gute ist ja, wir nehmen es auf. Und ihr könnt euch das dann alles noch mal in Ruhe anhören, wenn ihr, falls ihr überhaupt noch da seid. <laughs> <laughs> ähm, wenn ihr euch das später dann äh, anhören wollt. dann schauen wir uns doch jetzt mal <lacht> genau. <lacht> dann schauen wir uns jetzt mal den Juli an und der Juli, der wird dann nachdem wir im Juni uns ein bisschen ausruhen konnten, wieder ein Tick dramatischer wie ich finde. Wir haben da das Thema, dass wir uns auf Turbulenzen langsam vorbereiten müssen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt nähern sich Saturn und Neptun ziemlich stark an im Juli. Die kommen bis auf fast zehn Grad zusammen. Das ist noch nicht die Konjunktion, über die ich vorhin geredet habe, aber es, was im Juli so sich zeigt, ist wahrscheinlich etwas, womit wir dann zu tun haben werden wenn es zu der konjunktion 2026 kommt saturn und neptun werden nun immer näher zusammenwachsen und äh, ja das thema realität illusion was ist traum was ist wahrheit das wird im juli wieder brandheiß werden am 15. juli haben wir dann eine konjunktion mal wieder von mars mit uranus und auch auf diese konjunktion Mars ist nicht, also aktiviert immer sehr stark die Energien. Es hat was sehr Explosives, wenn er auf Uranus trifft, so ein bisschen wie ein Turm, können wir uns das vorstellen im Tarot. Ähm, auch diese Konstellation, die wird argwöhnisch von Astrologen beäugt, ähm, denn sie findet nahe dem Stern Algol statt, der als ein Dämonenstern gilt und von früher von Astrologen immer als ein ominöses Vorzeichen gesehen wurde. Was wieder, womit wieder zu rechnen ist, sind ähm, unerwartete Ereignisse. Es kann auch durchaus zu verstärkten militärischen Konflikten unter dieser Konstellation kommen. Neue Waffentechnologien können entwickelt werden und es gibt einfach das Risiko von unerwarteten Kämpfen und auf einer anderen Ebene von Trennungen. Es gibt äh, starke eine sehr starke revolutionäre oder revoltenhafte Energie in dieser Zeit. Und wir tun gut daran, wirklich zu diesem Zeitpunkt äh, achtsam und vorsichtig zu sein. Wir sollten die äh, ja, riskanten und äh, konfrontativen Situationen vermeiden und den Fokus auf äh, wirklich sehr klar darauf legen, was ist Realität, was ist Illusion. Dass das schwer auseinanderzuhalten ist, das haben wir schon festgestellt, äh, während wir hier ein bisschen diskutiert haben. Aber nochmal, was ist meine Realität? Was ist meine ähm, Illusion? Äh, da können wir vielleicht klarere Zeichen bekommen, ähm, was wir weiterverfolgen sollen und was nicht. Ich hatte ja euch zu Anfang des Vortrags gesagt, dass das hier ein Jahr wird, in dem sich wirklich sehr stark zeigen wird, gehe ich den richtigen Weg. Habe ich da was angestoßen mit der Wagenenergie von 2023, dass sich bewahrheiten wird? Oder äh, bin ich doch eher da auf dem falschen Weg? Juli ist ein Monat, wo wir das sehr, sehr gut erkennen können. Ich finde diesen Ritter der Schwerter total klasse, wie er da auf sein, <laughs> auf sein Motorrad zurennt und schaut, dass er vorankommt zusammen da mit seinem Krafttier. Wir haben das ganze Jahr über so eine, Hü- und Hot-Energie. Und im August haben wir ähm, dann wieder den rückläufigen Merkur. Ähm, dann wird er, ähm, genau, er wird am 4.8. rückläufig bis zum 28.8. Also das bringt wieder eine Verlangsamung der Energie. Gleichzeitig drückt da aber ganz schön die Löwenenergie sich durch. Und ähm, überhaupt haben wir wieder... Immer noch Planetenballungen, die sich langsam auflösen. Wir haben die Mars-Jupiter-Konjunktion, also Mars räumt zu so langsam das Feld ab. Und ähm, das ist einerseits eine, durchaus eine fröhliche Stimmung, aber auch sehr stark durch Konkurrenz und Spannungen geprägt. Deswegen habe ich hier die Fünf der Stäbe als Thema mir ausgesucht, wo es ja darum geht, irgendwie unterschiedliche Aspekte von mir selbst oder von Gruppendynamiken zusammenzubringen. Und äh, es wird, es wird wieder das Thema ähm, ähm, auf den Tisch kommen, dass wir ähm, uns vielleicht mit ethischen Themen auseinandersetzen müssen oder Schreiben und Sprache wird im August wichtig werden. Denn nicht nur, dass Mars auf Jupiter trifft, sondern Jupiter, der jetzt gerade durch die Zwillinge reist, der geht mit Saturn in den Fischen ins in einen Spannungsaspekt, in ein Quadrat und äh, da wird äh, das wird vor allem als ein Zeichen gesehen, dass gerade sowas wie Journalismus Schreiben hinterfragt wird Da gibt' es ja auch viele Themen und viele Sachen zu, zu sagen, was sich da gerade so entwickelt mit Wahrheit und Recherche und sonst etwas und ähm, auch so Themen wie transgender Identität werden unter diesem Aspekt stärker beleuchtet werden und äh, das, Sehe ich jetzt aber gar nicht so als sowas Wahnsinnig äh, Dramatisches an. Was nochmal interessant sein könnte für diese Konstellation, äh, das Quadrat ist, an, ist ein, wie sage ich es anders, 2020 Wintersonnenwende. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, da trafen Saturn und Jupiter zusammen im Wassermann in einer großen Konjunktion. Damals wurde das Wassermannzeitalter ausgerufen. Und es äh, ist natürlich nicht wirklich was passiert, aber diese große Konjunktion, wenn es, wenn Saturn und Jupiter zusammentreffen, das nennen wir eine große Konjunktion, die hat damals schon diesen Wassermann-Spirit, der jetzt immer stärker wird, vorbereitet, weil sie im Wassermann stattfand. Und wir können zu diesem Zeitpunkt im August ist das nochmal gut zurückschauen, was war denn bei mir? Im Winter 2020 los, ich meine, wir saßen alle zu Hause, das weiß ich noch, aber was war denn ansonsten noch los? Das sind Themen, die da noch mal wichtig werden und wo ihr Kurskorrekturen vornehmen könnt, wenn die Dinge, die ihr damals angestoßen habt, gerade nicht so laufen. Wenn sie gut laufen, dann werden vielleicht nur so kleine Sachen aufgezeigt, wo ihr nochmal mehr Gas geben könnt oder etwas weniger Gas. Also von daher eine relativ ähm, konstruktive Energie, die uns hilft, diese Menschen, die wir hier auf der Karte sehen, alle auf Linie zu bringen. Ähm, ist es ist wieder in diesem Monat angesagt, flexibel zu sein, ähm, sich anzupassen, wenn plötzlich sich was Unerwartetes ergibt und gerade in der Kommunikation ähm, sehr klar. Und sorgfältig zu sein, damit es nicht zu starken Missverständnissen kommt in dieser Zeit. Im September haben wir dann nochmal ein, äh, ja, ein, eine ganz andere und auch durchaus, ähm, ah, meine Maus macht hier gerade nicht mit, ähm, durchaus herausfordernde Energie die ich jetzt mal zurück in die Zukunft genannt habe. Der Titel gefällt mir noch nicht so ganz gut. Vielleicht fällt mir noch ein besserer ein. Aber ich habe auf jeden Fall die Karte Tod dafür rausgesucht. Ich finde die wunderschön in diesem Deck. Die beeindruckt mich total. Ähm, zu diesem Zeitpunkt geht Pluto wieder in den Steinbock, gleich am 1. September. Und das heißt, alle Baustellen, die ihr unter Pluto im Steinbock hattet, die doch nicht perfekt sortiert sind, die kommen jetzt noch mal für zwei Monate auf den Tisch und es ist eine Zeit, in der ihr wirklich noch mal schauen solltet, wenn da euch noch mal irgendwas um die Ohren fliegt, ja, äh, dass ihr jetzt wirklich reinen Tisch macht, auch wenn das irgendwie für euch peinlich äh, ist oder irgendwelche Anstrengungen erfordert, denen ihr euch eigentlich nicht aussetzen wollt, aber ihr tut einfach gut daran, das dann wirklich zu klären. Es geht ums Entrümpeln, Altlasten, Loswerden. Ähm, Uranus wird in dieser Zeit auch rückläufig und das bedeutet, dass wir, weil der Steinbock, äh, weil Pluto wieder in den Steinbock geht, ein Trigon haben werden. Es äh, wird erstmal angedeutet, 2025 wird es dann exakt zwischen Uranus und und ähm, Pluto. Und das ist interessant für alle von uns, die unter der Konjunktion von Uranus und äh, Pluto in der Jungfrau geboren sind. Das sind so die Jahrgänge, ich glaube, 64 bis 68. Ähm, denn für die ist das eine ganz tolle Erntekonstellation. Ich gehöre dazu. Ich bin sehr glücklich. <laughs> Und prinzipiell ist es eine Zeit, in der so die Boomer-Thematiken nochmal ähm, auf den Tisch kommen und äh, ja, eigentlich nochmal so einen Auftrieb erhalten werden. Und das ist, was ich mit dem, diesen letzten Aufbäumen der Boomer-Generation bezeichnet habe, ähm, als ich über Pluto im Wassermann geredet habe. Da haben die noch mal ein richtiges Hoch, wenn Pluto zurückgeht in den Steinbock, unterstützt von Uranus und ja, da gibt es dann vielleicht noch mal ein riesengroßes Stones-Konzert oder ich weiß auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die dann ähm, Hochwasser und das kann wieder gut sein für alle, die halt in dieser Zeit geboren sind und bestimmte ähm, Sachen endlich erledigen wollen. Aber so für das Thema Ältere Menschen und ihre Kultur gegen jüngere Menschen, da ist natürlich wieder einiges an Konfliktpotenzial äh, enthalten. Am 4. September geht Mars in den Krebs. Das ist auch wichtig, weil ähm, wir den Mars dann bald rückläufig im Löwen haben werden. Was bedeutet, dass wir im Jahre 2025 den Mars ziemlich lange im Krebs haben werden, so im März, April. Alles, was jetzt zu marsischen Themen zu euch kommt, im September, das könnten Sachen sein, die, mit, mit denen ihr euch lange rumtragt, ja, entweder positiv oder dass es das doch eher anstrengend ist und die dann wahrscheinlich erst so im Frühjahr 2025 zu einer Lösung kommen. Auch da lohnt es sich, äh, Sachen aufzuschreiben und sich Notizen zu machen. Ende des Monats haben wir wieder eine Finsternis. Und zwar ähm, findet die diesmal zu Vollmond in den Fischen statt. Eine Mondfinsternis. Das ist so der erste Hinweis darauf, dass die Mondknotenachse sich verschieben wird. Als nächstes wird sie dann durch Fische-Jungfrau reisen. Und auch da lohnt es sich hinzuschauen, was sind da für Themen. Es ist am 18.09. diese ähm, Finsternis. Und äh, ja, welche... Themen auch wieder Realität gegen Illusion äh, sind da besonders wichtig und werden wahrscheinlich mich dann auch ab Ende 2025 näher beschäftigen. Ja. Im Oktober steigen wir dann gleich weiter ein <laughs> in eine anstrengende Energie. Ich. Äh, äh, da musste ich jetzt etwas dramatisch werden. Ich hatte ständig das Bild irgendwie, die letzte Szene vom Terminator vor Augen, wenn Sarah O'Connor mit ihrem Jeep in die Wüste fährt für den Oktober. Ähm, ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden, den Terminator ist ja doch ein schon etwas älterer Film. Und äh, hatte dieses Bild von einem Sturm, der aufzieht, habe die Neun der Stäbe gewählt als Bild, weil da auch so eine schöne. Energie ähnlich wie im April, aber auch in einer anderen Energie ist, von ich sichere mich ab, ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Ähm, denn wir haben eine sehr intensive Neumondfinsternis am 2. Oktober in der Waage und einen sehr intensiven Vollmond im Widder mit, einem, mit, mit sehr starken Spannungen von Pluto und Mars am 17. Oktober. Und äh, beides weist darauf, dass, darauf hin, dass sich ähm, ja, politische und auch kämpferische Themen in einer Weise entladen, die sehr überraschend und auch nicht unbedingt angenehm sein kann. Die letzte Neumondfinsternis in der Waage fand um den 7. Oktober 2023 herum statt. Wir wissen alle, was da passiert ist und es wird so ein bisschen darauf verwiesen, dass diese Neumondfinsternis dann Anfang Oktober diese Themen, die da losgetreten wurden, nochmal triggern kann. Wir werden sehen, in welche Richtung das geht. Es ist einfach so eine Energie, wo man sagen kann, wir sollten uns, wie gesagt, absichern und bei uns einfach bleiben. Das ist auch wieder so ein Moment, wo ich glaube, ich das Radio ausschalten werde im Oktober. Und auch der Vollmond im Widder, wie gesagt, der hat ähm, starke Spannung. Auch der wird wieder von einem Kometen begleitet, dem Kometen C2023A3. Und weist ähm, wieder darauf hin, kurz vor den Wahlen in den Staaten, dass es zu starken Machtkämpfen äh, kommen kann. Der Tipp, den ich mir für den Oktober aufgeschrieben habe, ist, dass wir besonders wachsam und flexibel sein wollen sollen wegen unerwarteter Wendungen und dass es wirklich wichtig ist die eigenen Ziele und Prioritäten immer vor Augen zu halten. Aber irgendwie könnte ich das fast für jeden Monat 2024 sagen. Ja, wir sind jetzt fast am Ende angelangt und ich komme jetzt noch mal in den November mit euch. Da habe ich ein Titel mal gewählt, den mir mein ChatGPT vorgeschlagen hat, mit dem ich mich inzwischen gut verstehe und wir diskutieren viel miteinander wir beiden. Ich fand den Titel ganz schön, navigiere im Spannungsfeld der Macht für den November. Am 5. November sind die Wahlen in den Staaten. Am 3. November haben wir eine Opposition von Mars und Pluto. Mars ist sowieso seit er in Krebs ist, die ganze Zeit im Spannungsfeld mit Pluto und das sind einfach sehr ähm, ja, unterschwellig aggressive Energien, die sich dann vielleicht am 3. November in irgendeiner Form entladen können. Es hat so ein Gefühl von so Paranoia das Ganze. Diese Paranoia sind wir inzwischen gewohnt, weil wir ja ständig mit irgendwelchen Verschwörungsmythen auseinander uns auseinandersetzen müssen und ständig irgendwie achtsam durch die Gegend laufen müssen. Aber da kulminiert das Ganze so ein bisschen. Das ist natürlich nicht so ideal zwei Tage vor der Wahl. Es geht auch um überhaupt um Macht- und Kontrollkämpfe in dieser Konstellation, die jetzt nicht nur auf politischer Ebene ablaufen, sondern auch dieses Thema, die Boomer gegen die Generation Y und Z, kann da ziemlich stark zum Tragen kommen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was ich meinte. Zum Anfang des Jahres kann man immer präziser sein als zum Ende des Jahres. Es gibt unterschiedlichste Argumente, wer die Wahl in Amerika gewinnen wird aus astrologischer Sicht. Das ist wirklich sehr offen und es wird sich, glaube ich, ähm, wie immer es sich gestaltet, es wird sich nicht angenehm gestalten und ähm, wir schauen mal, wie es einfach läuft. Ähm, genau. Mars ist zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr langsam geworden. Denn ich hatte euch ja gesagt, dass er rückläufig wird. Und auf der anderen Seite schiebt Pluto äh, jetzt immer mehr an. Er ist schon direktläufig geworden vor einiger Zeit. Und am 19. November geht er dann endgültig in den Wassermann und bleibt dort bis 2044. Um, Deswegen habe ich hier diese Zehn der Schwerter in dieser Variante gewählt. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Äh, mal ganz anders als dieses wild durch, durchstochene Bild äh, des Mannes, der am Boden liegt, sondern es hat sowas für mich von Release, Freiheit, schlimmer kann es nicht werden. Jetzt geht's los in die Zukunft. Ich, äh, schaue meinen, ich schicke meine Vögel los oder ich schaue ihn nach, je nachdem, wie wir es interpretieren wollen. Und ähm, kurz nachdem. Pluto wieder im Wassermann gelandet ist, haben wir den letzten rückläufigen Merkur des Jahres vom 23. November bis 15. Dezember. Ja, das ist dann auch, auch wieder eine Zeit, in der wir vielleicht nicht zu viel Gas geben sollten. Diese, diese Rückläufigkeit findet im Schützen statt. Dieses Mal werden die rückläufigen Merkurphasen immer in einem äh, Feuerzeichen stattfinden, also erst im Widder, dann im Löwen, dann im Schützen. Das ist natürlich gerade für die Zeichen relevant, in denen der Merkur ähm, stattfindet. Auch hier habe ich geschrieben, dass es darum geht, ruhig und wachsam zu bleiben, während um uns herum die Konflikte toben können und sich wirklich ähm, immer wieder darauf zu besinnen, was man selbst erreichen wollte und ein bisschen so einen Tunnelblick zu entwickeln, um ja das nicht aus den Augen zu verlieren. Ich verliere gerade mal wieder meine Maus aus den Augen. Da ist sie. Denn ich möchte euch ja gerne noch den Dezember zeigen. Und den Dezember ähm, habe ich mit den zwei der Stäben in Verbindung gebracht. Ich fand es ganz schön, wie sie hier so sitzt und aus ihrem Fenster schaut. Ähm, am 6. Dezember, das ist so der letzte astrologische Höhepunkt des Jahres, wird äh, Mars rückläufig. Und zwar im Löwen ist er dann schon. Und er bleibt rückläufig im Löwen bis zum 24.02. Das stimmt nicht. Er ist dann schon in den Krebs gewandert. Also er wandert im Januar zurück in den Krebs. Das heißt, alle, die eine starke Löwe- und Krebsbetonung haben, werden davon besonders angetriggert. Und er bleibt halt weiterhin in Opposition zu Pluto und Mars, wenn er rückläufig ist, ja, dann ist es immer so, dass die. Durchsetzung gehemmt ist, dass man auch dadurch immer so ein bisschen passiv-aggressiv drauf ist. Aber auf der anderen Seite hilft uns ein rückläufiger Maß auch dabei, ähm, ein bisschen mehr so die, die Spannungen, die wir gerne nach außen verlagern, in uns selbst zu suchen, damit uns selbst ein bisschen ins Gericht auch zu gehen. Und äh, prinzipiell kann er uns auch davor bewahren, zu viel Gas zu geben. Ich finde so ein rückläufiger Mars in der Zeit, wenn wir wieder Rauhnächte haben, wenn die Wintersonnenwende ist und so weiter, eigentlich ganz schön. Und ähm, wir könnten dadurch, dass ja auch äh, Merkur kurz vorher, ähm, nein, auch noch in dieser Zeit rückläufig ist, ein bisschen mehr wieder zur Ruhe finden und sehr gut Rückschau auf das Jahr halten in dieser Zeit. Auch das ist mein Tipp gewesen für den Dezember. Zeit für Reflexion und Innenschau. Und wir haben ausgerechnet am 24. Dezember, das ist noch das Letzte, was astrologisch besonders wichtig ist in diesem Jahr, erneut dieses ähm, Quadrat zwischen Jupiter und Saturn, was ich schon angesprochen habe im August, war es, glaube ich, ähm, wo es nochmal darum geht, äh, Realität und Fantasie auszumerzen und das thema der ethik wird noch mal stark ähm, in den vordergrund gebracht ich gehe gerade noch mal durch meine stichpunkte ob ich was wesentliches vergessen habe aber nein ich denke so ist es gut und dadurch bin ich am ende äh, meiner reise durch die monate angelangt und stelle mich jetzt gerne euren Fragen oder Anmerkungen. Ich hoffe, ich habe auch euch einiges an positiven Dingen mitgeben können und ihr seid äh, gewappnet für das Jahr 2024. Danke für eure Aufmerksamkeit.